Dieses Mal wisst ihr schon, was es ist. Ein gleichschenkliges Trapez. Nur, eins dieser vier ist kein gleichschenkliges Trapez. Ihr sollt es jetzt wieder so machen wie das letzte Mal. Ihr sollt überprüfen, ob Streckenlängen, Winkelmaße, Diagonalen oder Symmetrie vorhanden sind, Streckenlängen gleich lang sind, irgendwas parallel ist, irgendwas senkrecht ist und so weiter. Das heißt, man zeichnet einfach mal Diagonalen zum Beispiel ein oder man misst einfach Strecken, stellt Vermutungen auf und dann schreibt ihr das Ganze in euer Heft. Was für Eigenschaften hat das gleichschenklige Trapez und welches von den vier ist kein gleichschenkliges Trapez? Also, über Eigenschaften nachdenken und eins rausstreichen. In der nächsten Stunde möchte ich dann wissen, was für Ergebnisse ihr herausgefunden habt. Bis dann, tschüss!